Moin und herzlich willkommen, wenn es wieder heißt, der Flatternradler wie immer unterwegs und immer noch auf der Jura-Route, aber auf dem letzten Stück hier in der Schweiz. Ich stehe hier wieder am schönen Morgen, ja, am Lac de Joux, wunderschön hier, einfach klasse. Es war eine sehr ruhige Nacht, ja, Bahnschienen waren doch da. Da oben fährt die Bahn, aber da kommt ja jede Stunde bloß ein Zug und der fuhr auch wieder nur ganz langsam, weil hier auch wieder ein Bahnhof ist. Das habe ich auch nicht gemerkt. Ich habe wieder sehr gut geschlafen, habe auch wieder was gefrühstückt, also bin wieder gestärkt, kann es losgehen. Ja, denn auf den letzten, ja, der Weg wird ja heute zu Ende gehen am Genfer See, wo ich ankommen werde, in circa 30 Kilometer. Ja, ich habe noch eine Schwierigkeit vor mir, einen richtig harten Anstieg und zwar jetzt endgültig, ja, ich hätte mich besser informieren müssen. Jetzt kommt der höchste Punkt bei 1350 Meter sind über 300 und bei 300 Meter hier über diesen See. Es ist nochmal ja, heftig, aber es ist wirklich der allerletzte starke lange Anstieg auf meiner Reise. Ja, denn danach geht es weiter am Genfer See entlang bis nach Lausanne, so kurz davor. Und dann stoße ich auf die Mittellandroute, das müsste die 3 sein. Oder die 5, ja, werden wir dann sehen. Ja, die folge ich dann Richtung Nordosten die nächsten Tage, bis ich an der Aare komme. Und der folge ich dann bis zum Rhein, ja, bis ich in Waldshut bin. Und dann schaue ich mal, ob ich dann noch Zeit habe, noch im Rhein zurück nach Basel zu fahren. Sonst nehme ich da den Zug. Vielleicht bin ich da auch wirklich dann mal kaputt. Ich weiß es nicht, weil der Wind ist schon wieder da. Nicht so stark wie gestern Abend. Ja, wenn ich jetzt drehe am Genfersee Richtung Nordosten, dann habe ich den voll als Gegenwind. Ja, ich habe aber so viele Höhenmeter jetzt hier bewältigt, da werde ich Gegenwind wohl auch noch schaffen. Aber ich hoffe, ja, es wird schöne Bilder geben. Ja, dann wünsche ich viel Spaß dabei, meiner vierten und letzten Etappe auf der Jura-Route und dann geht es weiter auf die Mittellandroute. Also viel Spaß dabei. So, jetzt bin ich im Anstieg drin. Der ist ja, noch nicht ganz Kilometer. Nochmal ein schöner Blick zurück zum Lac de Joux. Einfach nur klasse. Ja, das habe ich alles da hinten überwunden. Wahnsinn. Und jetzt kommt noch ein Berg. Und es ist eigentlich geschafft. 10% ging es hier schon gleich hoch. Boah. Aber ich konnte mich ein bisschen einfahren. 7 Kilometer bevor der Anstieg anfing. Ist man ja schon ein bisschen warm, die Beine. Dann geht das auch. Lamsanger war sicher. Krauche ich jetzt hier hoch. Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Einfach nur klasse, dieser Blick wieder. Das werde ich vermissen, wenn ich da weiter unten im Flachland fahre. Aber da wird es auch schön sein. Gone, gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Recht unspektakulär bin ich jetzt hier oben auf 1350 Meter. Ja, wie das hier heißt, keine Ahnung.
auch ohne große Aussicht, einfach nur hier so im Wald. Boah, große Anstrengung. 10%, ja, viele Strecken, 8 bis 10. Die letzten 50 Höhenmeter waren ein bisschen einfacher. Boah, das war wieder super geschafft. Jetzt geht es noch ein kleines bisschen hier oben, ein bisschen hoch und runter. Und dann kommt die große Abfahrt Richtung See. Das, ich weiß gar nicht, die muss unheimlich lang sein. Aber der See liegt doch etwas tiefer. Aber naja, hoffentlich halten die Bremsen das aus. Und dann habe ich es geschafft mit den größten Steigungen. Oh, kurz mal durchatmen. Aber das war toll. Juragebirge fast geschafft. Nur noch die Abfahrt überleben. Ja, und dann bin ich am Genfersee. Da freue ich mich auch drauf. You want to leave this place, but we grew up this old town. Just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Das ist doch mal wieder der absolute Traum, hier längs zu fahren. Absolute Traum. Wunderherrlich, absolut. Das war mal ein sehr schönes Hochtal oder Hochalm. Also auf 9 Kilometer bin ich hier gefahren. Immer hier oben, seit den Hügel da oben, wo ich die höchste Stelle hatte. Ja, der richtige Pass, der war eigentlich noch viel höher. Ich bin vorher abgebogen, da gibt es doch einen richtigen Call. Aber jetzt geht es gleich runter. Ja, keine Aussichten hier, aber egal. Aber was besonders ist, hier darf man zelten in der Wildnis. Hier ist so ein Areal. Da darf man wirklich zelten, campen. Das ist, wow, hätte ich das gewusst, vielleicht hätte ich mich da gestern hier noch hochgecampt. So richtig hier in der Natur, das wäre doch was gewesen. Aber naja, jetzt wisst ihr es, auf der Strecke hier oben drin, ja, kurz vorm Genfersee oder wenn man vom Genfersee hier hochkommt, da gibt es hier so ein Areal, da darf man zelten. Das ist ja wow. Das ist ja sehr interessant. Gut zu wissen mal. Sowas gibt es doch noch mal. Na, jetzt wisst ihr es. Jetzt muss ich mal wissen, wie ja, es runtergeht. Aber es sind etliche Höhenmeter. Ja, der See liegt irgendwie knapp, noch nicht mal auf 400 Meter. Ich bin jetzt auf 1250. Also lange, lange, lange Abfahrt. Also das geht ordentlich bergab. Naja, wir sehen uns wahrscheinlich dann erstmal unten. Also, na, viel Spaß bei der Abfahrt. I never knew quite where I was, and suddenly you told me maybe you're lost, but I am too, whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do if you are not the one I
I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Ich hab's geschafft. Ich bin runtergekommen, heil. War eine lange, lange Abfahrt. Boah, 15 Kilometer lang. Wow, aber nicht die steilste, muss ich sagen. Also wenn man da hoch muss, es geht 7-8% war mal das steilste. Ich hatte jetzt auch mal ein paar Gegensteigungen. Also es wäre machbar von hier unten, von dem See. Aber jetzt schaue ich auf die Alpen rüber nach Frankreich. Ja, der Jura, die Jura-Route ist nun zu Ende. Fazit, der reinste Traum. Ich kann es nur empfehlen. Super duper war das. Ausschilderung war toll, die Wegführung so gut wie es ging an Nebenstraßen. Durch die schönsten Täler, Hochtäler, viele kleine Orte, alles wunderbar, richtig schön. Und ich habe es geschafft. Es waren viele Höhenmeter. Ich stehe jetzt hier am Lac Le Mans, Genfersee. Ja, ich habe schon mal hier gestanden vor ein paar Jahren, da hinten an Montreux. Ja, jetzt bin ich wieder hier mit dem ganzen Reisegepäck. Ja, es war anstrengend, aber es war die Reise wert, definitiv. Man kann nicht erwarten, in der Schweiz leider nicht beste Straßenverhältnisse. Also ich muss sagen, sehr schwierig teilweise. Also nicht gerade schön, also holprig auch die Asphaltstraßen. Also nicht alles gebügelt hier, aber es war richtig toll. Ja, diesen Weg, die Jura-Route, kann ich nur empfehlen, war richtig toll. Tolle Orte gesehen, tolle Aussichten. Und nun, was mache ich nun? Ja, ich fahre Richtung Osten, Richtung Lausanne, fahre ich jetzt weiter. Und da werde ich dann irgendwann mal nach links abbiegen, irgendwo da kurz davor. Und dann geht es irgendwann auch mal zum Campingplatz. Nicht an diesen See, nein, aber da werde ich noch ein ganzes Stück fahren. Weiß ich nicht, 35 Kilometer bestimmt. Aber man kommt ja auch nicht überall ran. Ich mache hier erstmal Mittag. Snacken, Kleinigkeiten trinken. Und dann geht's weiter auf der Reise. Richtung erstmal Lausanne. I've been going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark, you're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart, you're glowing in the dark, glowing in the dark, yeah, you're glowing in the dark. Looking at ya, you're like a firefly. Guide me out of the woods now. Herrlich, oder? Und es ist ein öffentlicher Zugang zum See. Irgendwo mittendrin habe ich noch gefunden. Natürlich war ich im Wasser. Es ist noch recht frisch, aber es erfrischt auch sehr, sehr schön. Hier kommt der Wind nicht so an. Total heiß hier in der Ecke. Ja, ganz kleiner Bereich. Ja, das Stück gehört mal hier wieder der Baustelle da oben. Also der Steg gehört eigentlich schon gar nicht mehr dazu wahrscheinlich. Aber es ist nicht viel, aber es ist lang zum Baden. Hier ist nichts los. Ach, wunderbar. Ja, es ist nicht die schönste Strecke gerade. Immer an der Hauptstraße direkt am See. Ja, was soll man machen? Ist ja nun nichts anderes. Alles andere ist immer privat abgesperrt. Und naja, ich habe da wenigstens jetzt nochmal eine kleine Lücke gefunden, um mich zu erfrischen. Vorher war es ja auch immer so ein bisschen bedeckt oder so. Schleierwolken, aber die verschwinden so langsam, nur brennt die Sonne auch langsam wieder. Ja, aber herrlich ist es. Wasser war herrlich. Boah, das hat gut erfrischt. Und so kann ich weitergehen. Kann es jetzt weitergehen Richtung Lausanne. I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down, you can make it go.
glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. You're growing in the dark. You're growing in the dark. Growing in the dark. Growing in my heart. You're growing in the dark. Growing in the dark. Yeah, you're growing in the dark. Oh, oh, oh. You can make it grow. Growing in the dark. Oh, oh, oh. You can make it grow. You're growing in the dark. Auch mal die Chance genutzt, mal ranzukommen an den See. Aber gerade eben ging das doch mal ein bisschen überweg, weil ich folge jetzt der Nummer 1, den Rhön. Route de Rhön, Route de Rhön, also Rhöne Radweg. Ja, war ein bisschen hoch, ging auch ordentlich was hoch, aber man hatte dann auch wieder einen tollen Blick zum Mont Blanc, den man hier genau über dem kleinen Boot sehen kann noch. Ja. Aber echt toll. Wenn ich jetzt hier nicht wieder baden, sonst muss ich mich andauernd wieder eincremen. Wäre auch wieder eine schöne Abkühlung. Aber naja, lassen wir es mal. Aber gerade eben habe ich noch mal Mittag gegessen. Schnell eingekauft, kalte Cola wieder. Wesentlich billiger als sonst. Ist immer noch teuer hier. Und dann noch einen schönen leckeren Wrap dazu. Das tat gut. Richtig gut. Ja, kann es weitergehen. Noch ein paar Kilometer habe ich hier an dem See. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. So ein bisschen fühle ich mich hier fehl am Platze als Dorfkind hier in diesem mondänen, ja, luxuriösen Anwesen überall hier. Und ach, schon komisch, dieser Luxus überall und teure Wohnungen und Hotels. Und ja, schön ist es hier, da ist es auch meistens am teuersten. Ja, bald bin ich in Lausanne, ja, ein paar Kilometer, ich komme gar nicht so richtig rein da. Aber wie man sieht, echt toll, da hinten liegt so ein Schiff. Ob das wohl noch fährt, weiß ich nicht, ob es noch segeln kann.
Aber echt toll. Sieht schon toll aus. Why don't you stay? Horse stay, 'cause I could really use a friend. Why don't you stay? Please stay, 'cause my heart really needs a man. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Stay, stay here with me. Why don't you stay? Horse stay, 'cause I could really. Einmal die Chance genutzt, in den See zu springen. Was heißt springen? Lamsang rein, ist echt kalt oder frisch. Nochmal die Aussicht hier genießen, denn gleich biege ich ab. Da gehe ich ins Landesinnere. Folge der Nummer, ja, weiß ich gar nicht mehr, glaube ich 3 oder die 5. Werden wir gleich sehen. Die Mittellandroute, da stoße ich gleich drauf. Ja, man könnte ja auch hier natürlich auf den Campingplatz gehen, aber der ist fast 10 Franken teurer als ein bisschen weiter drin. Ja, muss nicht sein, wird zwar schön, aber für den Preis. Ich knappe noch ein bisschen was von der Tour nach drinnen ab, ins Landesinnere sozusagen, weg vom See. Da ist es auch viel ruhiger, also hier ist immer was los, hat man auch gemerkt, auch wenn es jetzt noch keine Hauptsaison ist. Aber ja, ein bisschen Trubel ist da und dieses Mondäne, ja, muss nicht sein. Aber ich habe mir einen anderen Campingplatz ausgesucht, der ist jetzt noch 15 Kilometer entfernt. 15, 20 ist es auch erst. Also ganz in Ruhe. Ich kann mich hier noch trocknen. Und dann geht's weiter Richtung, ja, Mittellandroute. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Who knows how to behave. Nun aber endgültig. Jetzt ist vorbei. Das ist das letzte Mal Lac Le Mans. Ja, man sieht aber auch in den Alpen, es quillt. Da bilden sich schon Gewitter. Ja, ich muss das jetzt nicht haben. Kommt auch nicht, wird hier auch nicht sein. Wenn ich jetzt reingefahren wäre in den Alpen, ja. Oder wenn ich die Rhön da hochfahren würde. Ja, das tue ich aber nicht. Ich fahre jetzt Landesinnere, verlasse die Berge. Nochmal jetzt das allerletzte Mal das Alpenpanorama. Ja, okay, ich werde noch vom Weiten sehen, aber es ist immer so diesig. Das wird man nicht mehr so gut erkennen, nur noch schattenweise. Ja, das war's. Schöner See. Habe mich doch zweimal gut abkühlen können. Naja, weiter geht's Richtung Landesinnere, wenn man so sagen mag. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? I am out here alone. There's nobody left. I need someone to talk to. Get this pain off my chest. All the bad things I've done and the people I've hurt. Wanna take that part of me and leave it in the dirt. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? In this
Da musste ich noch mal richtig harten Aufstieg hoch. Boah, das waren etliche Prozent. Oh, ja, ja. Aber ich bin gleich da, wo ich hin will. Oh, da werde ich wohl was kriegen, hoffe ich. Wow, toller Rundumblick hier. Auch das Jura baut sich immer noch. Das Juragebirge baut sich da immer noch auf. Oh, wird auch die ganze Zeit bleiben. Auf der Seite. Ja, die Alpen, da gewittert's. Oh, dieser Wind ist zwar stark, aber der tut so gut. Obwohl das eigentlich gar nicht so heiß ist, glaube ich, nur 20 Grad, 21 Grad. Oh, wow. Ah, heftig. Ja, war gerade nicht so eine schöne Strecke. Ah, ja, so Holperstrecke, viel. Ja, Industriegebiet. War nicht gerade landschaftlich das Schönste. Jetzt geht's ja wieder. Aber für heute ist bald vorbei. Also, ich glaube, es heißt Pentalas oder irgendwie sowas, der Ort. Da gucke ich jetzt mal. Das ist jetzt nur noch bergab, hoffe ich. Oh, I've been seeking forgiveness, 'cause I know I was wrong. Oh, I'm running out of time, I have to stay strong. Zelt ist im Aufbau. Im Moment ist es noch sehr heiß, da tue ich die Überplane noch nicht rüber. Boah, Leute. Heiß ist es, aber ich habe ein kleines Schattenplätzchen. Ja, hier ist gerade nicht viel los. Es ist am Schwimmbad hier in Pantelas. Oder wie das auch jemals ausgesprochen wird. Boah. Einfach leider Bahnschienen, Hauptbahnstrecke, Güterzüge habe ich schon gehört hier. Ja, man hat es gesehen, nicht so schön die Stadt. Ich weiß noch nicht, wo hier die Altstadt ist, ob ich da überhaupt hochgehe. Aber einkaufen werde ich jetzt nochmal. Ich brauche irgendwas. Vielleicht auch wieder Kartoffelsalat und Würstchen oder nur Brot mit einem Belag oder sowas. Was Kaltes zu essen. Also ich könnte im Moment nichts Warmes, eine Pizza oder so, runterkriegen. Ich bin jetzt total auf ja, was Kühles, was ich auch in Schweden oder so hatte. Das ging ja alles ganz gut. Ja, das kriege ich wohl schon so ähnlich hier auch. Denn der Einkaufsmarkt ist nicht so weit. Dann komme ich wieder zurück und esse hier was. Baden will ich nicht mehr. Das hatte ich schon hinter mir. Zweimal schön im eiskalten Wasser. Hat richtig gut getan. Ja, und jetzt, naja, erstmal Essen holen. Und dann mache ich mal das Fazit für heute. 18 Franken bzw. Euro kostet dieser einfache Campingplatz hier auch. Und wie gesagt, unten am See wäre das fast oder so gut wie 10 Franken teurer. Ja, lohnt nicht. Okay, es ist nicht das schönste Fleckchen Erde hier, aber erfüllt seinen Zweck. Und für mich ist es ausreichend so, dass ich morgen ein bisschen kürzer habe zum Neuenburger See oder Neuchâtel. So heißt es vielleicht auf Französisch, weiß ich nicht. Ja, da will ich morgen nämlich hin und dann wird es auch langsam wieder deutschsprachig. Aber es ging hier auch. Englisch und Deutsch sind ganz bisschen, das ging, weil die sagte, die am Empfang hier, da ja, kommen viele Deutsche hier auf der Mittelroute entlang. Scheint auch eine interessante Route zu werden. Bis jetzt war es natürlich noch nicht so, ach, ich fange schon an, Fazit zu dir, ich mach's gleich. Ben, bis dann, ich hole mir schnell was zu essen. Ja, nun sitze ich hier und esse mein Kartoffelsalat, schön kalt. Mmh. Oh, kalt, gut. Schmeckt natürlich nicht so wie bei uns zu Hause. Gibt es nicht immer so ganz das, was man zu Hause kennt, aber es geht. Schmeckt auch echt lecker, muss ich sagen. Mmh. Ja, und heute habe ich den Jura-Radweg oder Rutte gegessen. Das letzte Ende war noch mal sehr, sehr schön. Ihr habt es gesehen, dieses Hochtal da oben. Einfach nur wunderbar, da längs zu fahren. Einsame Klasse.
am See, ja okay, man kommt nicht immer ran. Das geht, wenn man den Weg folgt, der 1, dann geht es auch nicht immer am See, dann geht es immer hoch und runter. Ich habe auch ein bisschen abgekürzt manchmal, bin trotzdem die Hauptstraße gefahren, ich hatte dann keine Lust, da hochzufahren. Und dann nochmal, ja, zweimal gebadet, schön da am See, es war sehr, sehr erfrischend. Sehr schön war das, das war ein perfekter Tag. Und naja, hier die Radroute, ja, Mittelland, hat schlecht angefangen, muss ich sagen. Ja, hoch und runter wird es wahrscheinlich immer noch gehen. Aber die Wegbeschaffenheit war teilweise, boah, der Schotter war ja, da guckten Steine raus. Meine Güte, was hat das geschüttelt. Aber ich habe es ja jetzt, ich weiß gar nicht, nur ein paar Kilometer sind das jetzt erst geschafft. Aber der ganze Tag war trotzdem super. Was für ein Wetter, was für eine Landschaften, was für ein Flair. Das ist was ganz Besonderes, das ist halt nicht Deutschland. Und komisch ist auch immer, dass alles Französisch spricht. Ja, das ist nochmal so, das macht Urlaub nochmal aus. Deutsch kann auch jeder, nur in Deutschland, nee, das will ich nicht. Was habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, erst Schweden. Ja, und jetzt hier in der Schweiz, in der nicht deutschsprachigen Schweiz mal zu fahren. Ja, da hatte man immer, auch wenn man es nicht spricht, immer ein bisschen Schiss vor. Aber ich muss sagen, ein bisschen Englisch langt. Hände und Füße. Handy habe ich noch nicht gebraucht, den Übersetzer, aber es geht ja heutzutage auch. Also keine Angst davor. Vielleicht hier ein bisschen Angst vor den Steigungen, das muss ich echt sagen. Der Jura-Radweg war echt klasse, aber super anstrengend. Aber ich kann ihn nur empfehlen, da muss man eben kleinere Etappen nehmen. Aber das sage ich auch, das ist kein Schwarzwald, wie ich sage, kein Allgäu. Was eigenständig ist, es ist eigentlich nur ein kleines Stück vom Juragebirge, weil es geht nach Basel auch noch ein bisschen nach Osten. Und in Frankreich gibt es auch noch ein Stück davon. Also alles habe ich nicht gesehen, aber dafür habe ich jetzt einen guten weißen Fleck, den ich immer mal sehen wollte in der Schweiz, abgehakt. Und jetzt kommt nochmal der Mittelland, das ist auch nochmal so ein weißer Fleck, den werde ich jetzt abhaken. Ja, bin total fit. Das muss man sagen, man ist ein bisschen geplättet so abends, ja. Jetzt habe ich mir natürlich jede Menge Radler, alkoholfrei gab es nur. Aber einen ganzen Liter werde ich mir reinziehen müssen. Ich habe viel getrunken heute wieder, aber es langt meistens nicht. Na, Einkauf, was ich heute Abend hier zu essen gekauft habe, so mal wieder 12,50. Zwischendurch auch nochmal 12,50, schon wieder 25 Euro für Essen und Trinken weg. Ohne Restaurantbesuch oder irgendwas, einfach nur da rein gegangen in den Laden und das gekauft. Ein paar Colas und so. Und die Wraps, die waren natürlich ein bisschen teurer, aber es ist teuer. Hier 18 Euro ist eigentlich schon ganz schön viel für so einen, naja, ganz, ganz einfachen Campingplatz. Aber mir ist das jetzt egal. Ich bin Urlaub. Ich gönne mir das. Ich mache mir da keine Gedanken drum. Und deswegen macht das unheimlich viel Spaß. Schweiz ist gut ausgebaut. Also ich sag, man kann ja jederzeit abbrechen. Also Züge fahren hier ins hinterletzte Dorf. Hat man gesehen da oben im Jura. Also Wahnsinn, wo da die Haltestellen sind. Ja, und aber ich glaube, ich werde nicht abbrechen. Also solange ich jetzt keinen Unfall kriege oder so, werde ich es an den Rhein wieder hinschaffen. Locker. Eigentlich morgen. Ab jetzt sind die Höhenmeter ja nicht mehr so krass. Heute waren es auch schon wieder 1000. Unglaublich, aber es hat wieder sehr viel Spaß gebracht. Wie gesagt, die Beine sind gut. Jetzt ein bisschen geplättet. Ordentlich trinken, essen und dann geht das auch wieder. Ja, und ich kann nur sagen, schöne Bilder hat es bestimmt gegeben. Es hat sehr viel Spaß gebracht, das zu filmen. Ich hoffe, es wird auch viel Spaß bringen, das zu schneiden und euch diese Filme zu präsentieren. Ich freue mich auch schon wieder drauf, das wieder dann zu erleben. Besonders die Jura-Route. Ich muss sagen, das war einsame Klasse. 5 Sterne plus. Wow, das war klasse. Ich habe es schon schön vorgestellt, aber es war unglaublich. Ja, ich muss mich zurückhalten, sonst... Das war einfach klasse. Naja, jetzt essen, dann geht's zu Bett. Es wird wahrscheinlich wieder spätestens 21 Uhr wieder die Lichter ausgehen, wenn nicht die Schienen ein bisschen zu laut sind. Aber bis jetzt ist ja noch gar keiner gekommen in den paar Minuten, wo ich hier rede. Ja. Aber es wird bestimmt trotzdem auch morgen wie heute schöne Bilder geben. Also sage ich danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs auf... Ja, der Mittellandroute bin ich denn. Ja, also vielen Dank. Tschüss. Ja, moin moin. Au revoir. Salut.
bis zur nächsten Etappe und wenn es wieder heißt, Flachlandradler unterwegs, euer Flachlandradler Thorsten. Mahlzeit. Tut so gut. Was kaltes Essen. Mmh.